Hallo. Hallo, willkommen auf der Stage. Ja, hallo. Hallo, du bist live auf Twitch, das Gespräch wird aufgenommen und anschließend auf YouTube veröffentlicht. Bist du damit einverstanden? Natürlich. Wie sieht's bei dir aus? Schon vegan? Tatsächlich ja, und da gibt's auch eine Geschichte zu, die ich gerne erzählen würde, wenn Gerne. das genau. Also ich war noch vor kurzem, ja gut, was heißt vor kurzem? Es sind jetzt schon 8 Monate, in die ich das gezogen hat, bin ich schon vegan. Das liegt einfach daran, weil ich bin mit meiner Oma und Opa halt einkaufen gegangen und halt waren im Auto und haben geredet. Und ich weiß nicht, wie wir auf das Thema gekommen sind, aber du kannst dir vorstellen, denn früher war das ja eine andere Zeit so. Und da hat sie erzählt, dass sie halt ja Ferien gemacht hat auf einem Hof. Und dann hat sie mir halt was ganz Schreckliches über einen Huhn da erzählt, dass das halt wirklich mit einem Messer und so. Gut, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, so, weil du gerade auf Aus. Stream so. Genau, dass sie halt einfach gesehen hat, sie dachte, das wäre einfach ein ganz normaler Hof. Auf einmal wurde das Tier gepackt und einfach so getötet. Ja, und dann, ja, das Schlimmste war danach, musste sie noch essen. Also sie hat gesehen, wie das getötet wurde, und danach gab es das halt auf den Tisch. Und das fand ich schlimm, und generell, wenn ich jetzt noch daran denke, dass das immer noch so gibt, so in der Welt, es fällt mir auch schwer, sowas zu sagen jetzt. Also für mich ist das ein ernstes Thema, deshalb. Also der Grund, warum und wieso du vegan bist, ist jetzt der, weil du dieses Erlebnis mit deiner Oma hattest. Nein, nein, also das hat sie erzählt, weil natürlich gibt jetzt noch andere Faktoren halt, weil ich auch so Reportagen darüber gesehen habe und auch das nicht so gut fand, wenn man das mal so sagen darf. Aber natürlich, das war ein weiterer Faktor halt, was mich dazu entschieden hat, halt ab jetzt vegan zu leben. So. Ab jetzt heißt ab wann? Ja, wie schon gesagt, 8 Monate. 8 Monate. Genau. Also ich mache das normalerweise nicht, ich mache das einfach nur aus Zeitmanagementgründen. Weil ich halt schon genug Trolls habe, dir ist bewusst, dass ich in der Lage bin, nachzulesen, wie dein letztes Gespräch auf der Stage gelaufen ist, oder? Nochmal bitte. Ich sagte, dir ist bewusst, dass ich in der Lage bin, nachzuschauen, wie dein letztes Gespräch gelaufen ist, oder? Mein letztes Gespräch mit wo jetzt, Jonas? was jetzt? Dein letztes Gespräch auf der Stage. Ich bin in der Lage nachzuschauen, was dein letztes Gespräch gewesen ist. Ich kann sehen, dass du schon mal auf der Stage gewesen bist, dass du schon mal argumentiert hast. Ach so, mein Bruder hat mir von dem Discord-Server erzählt, wir leihen uns den Account, wir haben einen PC, wir haben dafür zusammengelegt. Ich weiß nicht. So. Deshalb, wir machen alles auf dem gleichen PC, so. Ist jetzt natürlich schwer, ist dir überlassen, ob du, ne, aber. Naja, ich wollte das nur mal erwähnen. Im Nachhinein ist mir das vollkommen egal. Nur wurde argumentiert, dass man quasi keine Menschenrechte versteht, auf gut Deutsch. Okay. Ich weiß nicht. Ich weiß ehrlich nicht, mein Bruder hat mir davon erzählt, und ich wollte gerne auch nochmal reinkommen hier, weshalb ich auch, das ist auch ein weiterer Grund, warum ich hier jetzt rede und argumentiere. Genau. Ich weiß nicht, ich muss ihn später nochmal fragen dazu. Was hat er denn bitte gesagt? Also was wurde denn gesagt so? Was gesagt worden ist, es wurde ein hypothetisches Szenario erstellt mit einer zweiten Welt und er hat kein Problem damit, alle abzumuxen, auf gut Deutsch. Das war quasi so die Erklärung. Okay, das jetzt, also. Nee.
Also das ist so, das Krank. kann ich einfach nicht verstehen, so, weil wenn ich ihn jetzt hier angucke, er ist eigentlich total der Nette, so, dass er sowas sagt und so. Ja, Ich nee, weiß nicht, ob Menschen er gerade. machen viele verrückte Sachen. Also, ich weiß nicht, ob er jetzt auf Trollen angelegt war oder so, aber naja, also in echt kenne ich ihn komplett anders. Ja, wie gesagt, die Beweggründe, warum und wieso jemand so ein Verhalten an den Tag legt, ist unterschiedlich, ist auf jeden Fall verrückt, so eine Aussage zu machen. Jetzt ist natürlich unser Thema auf der Stage, ob du schon vegan bist oder nicht und ob du, wenn du es nicht bist, eine Rechtfertigung dafür hast. Jetzt bist du ja schon nach deiner Aussage vegan. Dementsprechend ist die Frage, was genau ich für dich tun kann, so, weil dich das ja nicht. Nein, ich wollte. Ja, bitte. Weil dich das Stage-Thema ja dann dementsprechend nicht mehr betrifft. Ich wollte gerne einfach nur die Geschichte erzählen und wie ihr, ich finde es das gut, dass es so Leute wie euch gibt, das halt versucht, Leute jetzt zum, ich weiß nicht, Veganismus zu bekehren halt. Das finde ich sehr gut und da wollte ich auch einfach mal meine Geschichte zu beitragen, damit ich auch etwas dazu beitragen kann. Genau. Bekehren ist in dem Fall natürlich das falsche Wort. Wir bekehren ja nicht, sondern wir klären die Leute darüber auf, was es bedeutet, nicht vegan zu sein und was es bedeutet, tierische Produkte zu kaufen. Ob jetzt in Make-up, ob jetzt in Pflegeprodukten allgemein oder ob jetzt da halt eben in Form von Nahrung. Und sehr viele Menschen wissen das nicht und dementsprechend ist das Erste, was sie natürlich hier machen, unter anderem Aufklärungsarbeit. Und sehr viele Menschen, denen das bewusst ist, die verstehen nicht, warum und wieso die darauf verzichten sollen, weil die den Hintergrund nicht erkennen, dass das einzelne Personen sind. Per Definition selber sind das Personen, sie haben ein Bewusstsein und sind sich dessen auch bewusst. Und dementsprechend der Appell an die eigene Moral, dass es eben nicht richtig ist, jemanden anderen zu töten, nur weil man es halt kann. Und dementsprechend ist das ein moralischer Austausch, den wir hier machen. Und die Leute überzeugen sich dann quasi selbst davon, ne? Wir hören das ja dann und entweder sind sie davon überzeugt oder halten halt daran fest, an was sie auch immer glauben möchten und tun und machen dann weiter mit dem, was sie vorher auch schon getan haben. Oder eben nicht. Ja, Genau. dann genau. Also wir sollen weitermachen mit dem, was wir gerade machen so. Oder was ich habe gerade nicht ganz verstanden so. Verbindung war gerade schlecht. Das hat sich jetzt nur darauf bezogen, weil du das Wort bekehren sagtest. Wir bekehren ja nicht, sondern Ja. wir klären die Leute darauf, darauf auf. Wir machen die Leute darauf aufmerksam, was da passiert in der Tierindustrie. So, das meine ich damit. Jo, Genau. dann. Ja, danke für deine Story. Wenn du Fragen hast zum Veganismus, dann komm gerne wieder vorbei. Sorg Genau, dafür, ja. einen eigenen Account zu haben oder sorg dafür, dass dein Bruder nicht nochmal mit dem Account online kommt, weil Ja, weil das ich nicht. Das ist echt nicht gut. ist ein bisschen schwer, euch beide voneinander auseinanderzuhalten. Ob der eine das jetzt gesagt hat oder der andere und dementsprechend am besten einen zweiten Account holen. Nicht, Ja, dass dann, du derjenige bist, der dann anschließend als derjenige dargestellt wird, der andere Menschen töten würde, ne? Ja, ich wollte noch kurz was sagen, so dann, zur Verabschiedung, so. Ja, erstmal danke für das Gespräch und dass ich dann reden konnte. Genau, und dann, ja, geh in die Küche und mach mir ein Sandwich, weil du eine Frau bist. Das ist dein Argument am Ende, weil ich eine Frau bin, soll ich in die Küche gehen? Hast du das schon mal deiner Mutter erzählt? Jo, auf Chili Auf Chili, Mili. Ja, deine Mutter will dir an den Ohren ziehen, wenn die hören würde, was du hier laberst. Du weißt dann schon, tschu. die Frau, die dich geboren Oder hat noch und was? so. Nö, ist nichts Ja, mehr. also.
Nö, ist nichts mehr, wenigstens mehr von dir. Ja, ne? So viel zum Thema Troll. Also erst Menschen töten und jetzt so einen Bullshit. Ja. Ja, du brauchst einen. Kannst einfach nichts mehr zu sagen. Ey, da sagst du auch nichts mehr zu.